Hallo und herzlich willkommen zu diesem allgemeinen Reading. Am Anfang dieses Videos möchte ich natürlich auch wieder gerade die neuen Zuschauer unter euch auf die Videobeschreibung bzw. Infobox aufmerksam machen. In dieser Infobox unterhalb von diesem Video findet ihr zum Beispiel die Karten, die ich in meinen Readings verwende, aufgelistet. Ihr habt dort Zugang zu meinen Social Media Links, zu meiner E-Mail-Adresse, auch zu jedem einzelnen Info- und Special-Video, das ich im Laufe der Zeit gemacht habe. Euer aktuelles Jahresreading könnt ihr dort unten verlinkt finden, genauso wie natürlich das weiterführende Reading über diese Legung hier, welches ihr euch im Resonanz- und im Interessensfall natürlich gerne anschauen könnt. In einem allgemeinen Reading gelten so manche Grundregeln, sage ich jetzt mal. Das ist zum Beispiel, dass die Zeit fließend ist, dass die Hof- und Personenkarten in einem allgemeinen Reading neutral gedeutet werden und vor allem auch, dass die Rollen hier und da vertauscht sein können. Ich würde mich sehr über einen Like natürlich unter diesem Video freuen, genauso wie ich mich über ein Abonnement freuen würde, falls ihr das noch nicht getan habt. Ich kann damit viel anfangen und mir kommt das sehr zugute. Ihr habt natürlich keinerlei negativen Konsequenzen daraus zu befürchten. Dies vorweg zur Information und ich wünsche euch jetzt viel Freude bei dem Reading. So, liebe Wagen, eure Karten sind gemischt und ausgelegt. Wie gewohnt decken wir sie natürlich gemeinsam auf. Die Osterglockenfee können wir hier schon sehen. Neubeginn ist eure Hauptenergie für diese Zeitspanne. Unter dem Begriff Neubeginn wird sich, denke ich, jeder etwas vorstellen können. Etwas wird hier neu beginnen, neu starten, reinitialisiert oder erst einmal angestoßen. Das kann natürlich ein Neubeginn sein, der ja nach euren Empfinden nach auch kommen soll. Also ein forcierter Neubeginn. Manche von euch sehnten sich möglicherweise auch schon bereits danach. Für manch andere könnte dieser Neubeginn auch eher etwas Negatives sein, etwas Kontraproduktives, etwas Ungeliebtes, etwas, was man am liebsten hätte verhindern wollen. Das kann ich mir natürlich noch so oder so vorstellen. All das möchte ich mir während des Readings jetzt genauer anschauen. Die erste Karte ist die 7 der Schwerter. Die 7 der Schwerter ist eine eher sehr trickreiche, mentale Karte in vielen Fällen. Es geht hier häufig um so etwas wie eine Maske aufhaben, ein Spielchen spielen. Man kann auch von Unaufrichtigkeit oder Unehrlichkeit sprechen, teilweise sogar vom Diebstahl, von Manipulation, von Lügen und vom Betrügen. Dann sehnt man sich natürlich nach einem Ausweg. Da will man sich nicht länger an der Nase herumführen lassen, nicht länger schlecht behandeln lassen. Man möchte erfüllt werden und nicht sich mit weniger abspeisen lassen, als dass man meint zu verdienen. Das kann ich mir natürlich beispielhaft jetzt formuliert jetzt vorstellen. Da werden mir die Klärungen und Spiegelungen sicherlich noch mehr darüber verraten oder eben auch die Triggerkarte in dem Sinne und in dem Falle die 10 der Münzen. 10 der Münzen ist eine denkbar positive Karte. Sie steht für Erfolg auf ganzer Linie. Sie kann für Stabilität und Langfristigkeit stehen, genauso wie für Schutz und Geborgenheit. Manchmal sind hier auch charakteristische oder persönliche Werte dargestellt. Werte wie Treue, Loyalität, Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit. So etwas wie dem Gefühl, zu Hause zu sein oder angekommen zu sein, zugehörig zu sein. Aber es unterscheidet sich maßgeblich von der Handhabung, wie wir sie in diesen 7 der Schwerter sehen können. All das, was hier unaufrichtig ist, soll hier aufrichtig werden. All das, was hier mit Lügen und Betrügen zu tun hat, soll hier wahrheitsgemäß sein. All das, wo man sich unsicher ist, will man hier so etwas wie Sicherheit erfahren. Also es soll sich hier ein bestimmter Umstand in eurem Leben, in eurem Alltag, in eurem täglichen Dasein grundlegend verändern. In dem Sinne glaube ich auch, dass dieser Neubeginn oder dieser Neustart von euch gewollt ist, von euch vielleicht auch erhofft wird. Das mag für den einen oder anderen natürlich auch das eine und für den anderen natürlich wiederum auch ein anderes Genre in eurem Leben betreffen. Der Ritter der Münzen. Der Ritter der Münzen ist eine Hofkarte im Erdzeichen. Zu den Hofkarten ist direkt zu sagen, dass es eigentlich relativ egal ist, ob jetzt hier Münzen, Schwerter, Kelche oder Stäbe darin dargestellt sind. Jede einzelne Hofkarte im Tarot hat ganz bestimmte Charakteristiken, die entweder auf einen selbst oder natürlich dann auch im Resonanzfall auf Bezugsmenschen zu beziehen wären. Es kann also jedes einzelne Sternzeichen auch in jeder einzelnen Hofkarte dargestellt sein.
Dieser Ritter der Münzen, er kommt mir hier wie jemand vor, der ein Ziel verfolgt, der einen Plan durchführen will. Mit langsamen und sachten, vielleicht auch behutsamen Schritten geht dieser Mensch hier der Zukunft entgegen. Das sagt mir schon die Rechtsorientierung von diesen Menschen, das heißt zukunftsorientiert. Und der Ritter der Münzen besitzt häufig einen langen Atem. Das ist jemand, der ausdauernd ist. Jemand, der jetzt nichts überstürzt oder übereilt. Das ist jemand mit der Devise, morgen ist auch noch ein Tag oder gut Ding, will Weile haben. Gerade so etwas wie Stabilität oder Geborgenheit oder Schutz, vielleicht natürlich auch eine stabile finanzielle Lage, wie es hier auch darin natürlich dargestellt sein kann. Das wird nicht von heute auf morgen schlichtweg einfach so gewährleistet sein. Das benötigt natürlich Einbringungsvermögen. Das benötigt natürlich auch eine gewisse Entwicklungszeit oder einen gewissen Wachstum. Ja. Vom Wachstum sprechend habe ich jetzt hier die Herrscherin. Die Herrscherin ist nicht nur für den Wachstum dargestellt, sondern natürlich auch im Tarot ist sie generell für die eigene Energie dargestellt. Das heißt, ihr seid da sowieso schon mal drin dargestellt. Allerdings ist die Herrscherin auch eine eurer beiden klassischen Tarotkarten. Sie repräsentiert die Venus. Die Venus ist euer Herrscherplanet, wie viele von euch sicherlich wissen. Und deswegen seid ihr hier in dieser und auch in eurer eigenen Energie dargestellt. Die Herrscherin ist eine gemachte Person, jemand, der weiß, was er will, weiß, was er kann, weiß, was er nicht will und weiß, was er auch nicht kann, was ihm gestohlen bleiben kann oder ihr natürlich, geschlechtlich bitte neutral deuten, das hat man hier schon längst verinnerlicht. Man strotzt hier teilweise nur von Selbstvertrauen, man weiß, was man sich selbst auch zumuten kann und was vielleicht auch eine Nummer zu groß ist. Was ich hier sehr deutlich sehen kann, ist die Spiegelung zu den 10 der Münzen, die besagt, dass ihr hier mehr wollt als das, was euch die momentane Lage beschert. Ihr seid zu höherem bestimmt, zu mehr bestimmt. Ihr habt etwas Besseres, vielleicht auch jemand Besseres verdient. Ihr wollt euch nicht mehr mit Kleinigkeiten zufrieden geben. Vielmehr wollt ihr natürlich erstens mal richtig behandelt werden, fair behandelt werden, korrekt behandelt werden und vielleicht auch mehr als das, was, wie gesagt, euch im Moment gegeben, geschenkt oder gewährt wird. Hier habe ich die 2 der Stäbe. Das ist eine Karte, die auf eine andere Art und Weise des Vorgehens hinweist in vielen Fällen. Es ist weiterhin eine Zeitkarte. Deswegen kann hier auch gut und gerne schon eine Zeit lang vergangen sein, bis hier sozusagen jemand mal ein bisschen mehr in die Pötte kommt, ein bisschen mehr aus sich herauskommt, vielleicht auch Anstalten macht, ob man jetzt vielleicht zusammenkommen möchte oder ob man doch lieber es bei einer Freundschaft belassen will oder ob man sich doch lieber aus dem Weg gehen soll. Also hier auf gut Deutsch gesagt, trödelt jemand rum. Und ich kann natürlich auch anhand eines allgemeinen Readings nicht konkret sagen, wer genau das für euch ist. Das mag jemand sein, mit dem ihr eventuell schon eine Kennenlernphase hinter euch habt und es jetzt mal so langsam aber sicher in die heiße Phase gehen soll, wenn es nach euch geht zumindest. Es kann auch jemand sein, der ein Freund oder eine Freundin wäre, aber dann ist das auch jemand, auf den man sich nicht hundertprozentig verlassen kann, der ständig mal sich doch nicht blicken lässt, nachdem man eigentlich doch zugesagt hat, der vielleicht auch sich ein bisschen versteckt oder verstellt. Im Schlimmstfall, und das wäre hier auch nicht abwegig mit den 7 der Schwertern gleich am Anfang, ist das jemand, der euch vorkommt wie eine Art Spielchenspieler, wie eine Art Manipulator vielleicht sogar. Und so etwas hat gerade eine Herrscherin erstens mal nicht verdient und zweitens mal auch ihres eigenen Ermessens nach nicht notwendig oder nötig. Die 2 der Stäbe bedeutet also, man geht hier etwas anders an als noch bislang. Und das bisherige Vorgehen war potenziell sogar das Abwarten. Und hier will man nicht länger abwarten, sondern will die Hauptenergie, den Neubeginn, forcieren oder initiieren. Eine sehr eindeutige Sprache hier in der ersten Reihe bislang. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Sehr schön, weil die Gerechtigkeit hier im Outcome ist. Die Gerechtigkeit ist eine eurer klassischen Tarotkarten neben der Herrscherin. Ich habe also eure beiden klassischen Tarotkarten hier schon bereits vertreten. Das heißt, ihr seid hier sehr präsent in dieser Legung. Das heißt aber auch, dass hier vieles auf euch ankommen könnte, eben in den Neubeginn zu bringen. Dieser Neustart, der hier passieren soll, der liegt hier viel mehr in eurer Hand als in irgendjemand anderes Händen, wenn ihr versteht. Die Gerechtigkeit bedeutet weiterhin Gleichgewicht, sie bedeutet Fairness, sie bedeutet auch teilweise Entscheidungen, manchmal sogar das Karma kann darin dargestellt sein. Aber ich sehe hier generell eure eigene Energie. Und wenn sich die eigene Energie im eigenen Reading, im Outcome befindet,
endet, bedeutet, dass positive Entwicklungen kommen auf euch zu. Dieser Neubeginn, wenn man ihn möchte, wenn man sich danach sehnt, vielleicht auch schon sogar, der kann hier gut und gerne passieren, denn es passiert hier eine Art Aufschwung. Es passiert hier etwas zu eurem Gunsten. Es läuft so, wie ihr es gerne hättet. So könnte man es etwas salopp ausdrücken. Im Speziellen könnten hier natürlich Entscheidungen in Zukunft anstehen, die ihr zu treffen habt. Es könnte euch hier sehr viel mehr auf Fairness oder auf Balance oder auf Ausgeglichenheit ankommen. All das potenziell, was hier noch nicht gewährleistet ist oder was hier auf gut Deutsch gesagt falsch läuft oder schief läuft, das will man hier nicht nur regulieren, sondern man will es auch auf stabile und langfristige Sicht gesehen stabilisieren und natürlich dann auch beibehalten, logischerweise. Der Herrscher ist in diesem Reading das Gegenüber. Das ist jemand, den ihr mit vielleicht größerem Respekt begegnet, möglicherweise auch jemand, den ihr größere Priorität zuschreibt. Es könnte sein, dass dieser Mensch einen gewissen Einfluss auf euch hat. Und da ich hier den Herrscher auf die 7 der Schwerter geklärt habe, kann das hier sogar jemand sein, den man als Machthaber bezeichnen könnte. Jemand, der beispielsweise euch unter seiner Fuchtel hat. Jemand, der meint euch, ja, man könnte sagen, regieren zu können oder der über euch bestimmen möchte. Dieser Mensch kommt mir hier, vor allem hier wegen der Klärung auf die 7 der Schwerter, sehr vielleicht sogar narzisstisch vor. Ich mag persönlich diesen Begriff gar nicht, muss ich sagen, denn heutzutage wird jedes Arschloch, auf gut Deutsch gesagt, gleich als Narzisst oder Narzisstin abgestempelt. Dabei muss das natürlich nicht immer so sein, sondern kann einfach nur ein schlechter Mensch oder auf gut Deutsch gesagt ein Arschloch sein. Aber so oder so glaube ich, dass man hier den Neubeginn haben möchte, und zwar in Unabhängigkeit von diesem Menschen, der hier als Herrscher dargestellt ist. Und ich muss jetzt auch sagen, dass hier dann jemand dargestellt sein könnte, der diesen Menschen ablösen kann. Allerdings ist es nach wie vor hier eine recht trödelige Energie. Jemand, der schlichtweg nicht in die Pötte kommt, vielleicht auch nicht wirklich weiß, was er oder sie haben will. Das sieht mir hier nach einer recht komplexen zwischenmenschlichen Situation aus, mit, wie gesagt, einem Machthaber, einem Bestimmer, jemand, der, wie gesagt, größeren Einfluss auf euch hat. Aber mit einer Herrscherin braucht ein Herrscher nicht so umzugehen, wie als wenn es ein Diener oder eine Dienerin wäre. Das wird dieser Mensch vielleicht auch noch lernen, das kann ich mir vorstellen. Zwei der Schwerter ist häufig eine Unentschlossenheit, eine Unentschiedenheit, manchmal auch Nervosität kann darin dargestellt sein, genauso wie Zweiseitig oder Zweischneidigkeit. Es gibt möglicherweise in der jetzigen Situation, die noch mit diesem Herrscher in Verbindung zu sein scheint, also es kann hier natürlich auch auf die Zeit ankommen. Es kann sein, dass dieser Mensch immer noch euch versucht zu beeinflussen, obwohl ihr euch schon längst wegbewegt habt von diesen Menschen. Dann seid ihr hier in diesen beiden Energien dargestellt. Aber das ist dann jemand, der euch auch dann noch nicht wirklich hundertprozentig in Ruhe lässt oder wo es ein paar Anhängsel noch geben kann. Manche von euch könnten aber auch natürlich noch primär mit diesen Menschen zu tun haben. Das heißt, eure Beidsamkeit oder Zweisamkeit ist hier noch nicht Geschichte. Soll sie aber jetzt zukünftig werden. Wie gesagt, die Zeit ist fließend und wo ihr euch befindet, wisst ihr natürlich im Persönlichen selbst. Die 2 der Schwerter auf die 10 der Münzen auf den Erfolg geklärt bedeutet, dass hier nicht alles verkehrt läuft, nicht alles schlecht läuft, aber dass man hier sich doch schon an einigen Ecken und Enden etwas anderes, Positives wünschen würde. Es gibt natürlich positive und negative Seiten, das ist häufig im Leben so, das ist eigentlich fast anhand jeder Situation so, wenn man sich darüber mal genauer Gedanken macht. Und auch mit diesen Menschen läuft jetzt nicht alles verkehrt oder lief nicht alles verkehrt, aber definitiv war da so viel Steigerungspotenzial vorhanden, dass man sich dann doch wahrscheinlich dazu entschieden hat, entweder diesem Menschen Lebewohl zu sagen, den Neubeginn zu initiieren oder sich jetzt Schritt um Schritt tatsächlich von diesen Menschen wegbewegen möchte. Auf den Ritter der Münzen in der Mitte des Readings haben wir die 6 der Münzen geklärt. Ich habe hier tatsächlich jemanden, den man als Unterstützer bezeichnen kann. Die 6 der Münzen ist Geben und Nehmen. Ausgleichende Gerechtigkeit kann man auch sagen. Man spricht auch von der Fairness. Teilweise kann man hier auch von der Hilfsbereitschaft reden, das Hand-in-Hand-Prinzip oder dieses Prinzip, eine Hand wäscht die andere. Das kann man hier auch so mit dieser Redewendung deklarieren. Die 6 der Münzen ist in der Mitte des Readings dargestellt, also eine zentrale Kraft.
Und das bedeutet, dass es euch auf Gleichgerechtigkeit ankommt, auf Gleichmäßigkeit, auf Gleichgestelltheit möglicherweise auch. Also in einer partnerschaftlichen, sowie auch freundschaftlichen, sowie auch nachbarschaftlichen, kollegialen oder natürlich jedweder zwischenmenschlichen Beziehung soll es natürlich auf ein Geben und Nehmen ankommen. Ich meine, ihr seid Waagen, ich bin selbst Waage, ich brauche euch hier nichts anderes erzählen, das ist ganz, ganz klar. Jede Waage im Prinzip hat dieses Gerechtigkeitsdenken in Anführungsstrichen schon längst verinnerlicht, seit Geburt wahrscheinlich. Ihr wisst also sehr, sehr gut, dass wenn man etwas gibt, auch etwas nehmen dürfen sollte. Und wenn das nicht gewährleistet oder gegeben ist, dann ist das schlichtweg kein zufriedenstellender Zustand, jedenfalls nicht im vollen Umfang. Das Gleichgewicht ist also nicht hergestellt. Es ist also eine Art unfaire Behandlung hier dargestellt, ob jetzt, wie gesagt, für manche von euch schon in der Vergangenheit oder für manche von euch noch in der Gegenwart. Es ist das Ziel, eine Hand-in-Hand-Prinzip zu forcieren. Und so wie ich das hier erkennen kann, nicht mit diesen Menschen, sondern möglicherweise mit einem anderen Menschen oder vielleicht sogar mit jedem x-beliebigen Menschen, alles andere außer dieser Mensch. Das kann, wie gesagt, in der Intensität sehr stark variieren, weil dieser Mensch, der könnte schlichtweg lediglich einen negativen Einfluss auf euch haben. Für manche ist das tatsächlich so eine Art Herrscher in dem Sinne, dass man hier von einem Sklaventreiber sogar reden könnte. Von jemandem, einem Narzissten, ich habe es vorhin auch schon gesagt, wären weitere Beispiele natürlich. Aber das hier, dieser Ritter der Münzen, entweder seid ihr das, denen es auf Gerechtigkeit, auf Ausgeglichenheit und Fairness ankommt im zwischenmenschlichen Sinne, das wäre möglich. Oder es ist ein Mensch, der bereits in eurem Umfeld präsent ist und von dem ihr wissentlich tatsächlich mehr Hand in Hand oder mehr Geben und Nehmen erwarten dürft als mit diesen Menschen. Das Ass der Stäbe. Das Ass der Stäbe habe ich hier auf euch geklärt in Form der Herrscherin, liebe Waagen. Und das Ass der Stäbe ist Impulsivität. Es könnte Tatendrang, Schaffenskraft, Kreativität, Tüchtigkeit sein. Häufig sind das eben Handlungen, die erfolgen, die absichtlich erfolgen und die natürlich dann auch einen ganz bestimmten Zweck erfüllen sollen. Zwei der Schwerter und Ass der Stäbe in der Spiegelung jeweils aufeinander besagen, dass diese Energie, dass dieses, ne, ich möchte jetzt, ich will jetzt, ich tue das jetzt, man ist drauf und dran, etwas zu tun. Und es kann sein, wegen diesen zwei der Schwertern der Unsicherheit, der Nervosität, der Entscheidungsunfähigkeit, dass man sich hier im letzten Moment immer doch noch zurückhält, dass man hier im Prinzip schon seine Koffer gepackt hat und mit einem Fuß schon aus der Türe raus ist und den nächsten Fuß dann aus welchen Gründen auch immer nicht oder noch nicht nachzieht. Etwas hält euch zurück, diesen finalen Schritt zu gehen. Und ich bin mir nicht sicher, was das ist, denn es kommt ganz darauf an, was das hier per se für ein Mensch ist und welche Rolle der in eurem Leben spielt. Und es kommt per se darauf an, wie ihr mit diesen Menschen natürlich involviert seid oder in Verbindung steht. Es kann natürlich sein, dass ihr zugunsten dieses Menschen nicht geht, nicht lebewohl sagt. Es kann auch tatsächlich so sein, dass euch dieser Mensch schlichtweg nicht gehen lässt. Beide Szenarien wären hier noch durchaus plausibel und denkbar. Bitte bezieht dies natürlich auf die persönliche Situation. Der Ritter der Kelche. Der Ritter der Kelche ist eine Hofkarte im Wasserzeichen. Auch hier ist natürlich die Charakteristik wieder entscheidend und weniger entscheidend ist das Element, welches hier dargestellt ist. Der Ritter der Kelche ist eine sehr authentische Person, liebevoll, zuvorkommend, hilfsbereit, ehrlich. Das ist jemand, der kein Problem damit hat, Gefühle zu veräußerlichen, Gefühle zuzugeben und ist auch meistens sehr liebevoll im Umgang mit ganz bestimmten Mitmenschen natürlich. Der Ritter der Kelche ist auch teilweise, und das verkompliziert jetzt hier die ganze Sache, der typische Mensch, der sich entschuldigt. Und ich wollte jetzt gerade sagen, dieser Mensch scheint mir ganz anders zu sein als hier die Spiegelung dieser Herrscher. Allerdings könnte natürlich auch der Herrscher sich dazu breitschlagen lassen, sich zu entschuldigen für seine Machenschaften, für seine Untaten, nenne ich das jetzt mal. Man kann diese Energie sehr zweideutig deuten und nicht nur zwei der Stäbe, sondern auch zwei der Schwerter habe ich hier, die eben, wie gesagt, für die Zweideutigkeit oder für die Zweiseitigkeit stehen können. Und hier die Klärung auf die zwei der Stäbe kann eine andere Art und Weise des Vorgehens natürlich aufzeigen. Sprich, dieser Herrscher, der könnte ein Einsehen und wenn dann ein sehr spätes Einsehen haben, dass er oder sie euch vielleicht nicht
nicht wirklich so behandelt hat bislang, wie ihr es eigentlich als Herrscherin hättet verdient. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, dass hier dieser Ritter der Münzen mehr und mehr in die Pötte kommt, als Ritter der Kelche dann fortan fungiert, sprich seine oder ihre Vorgehensweise ändert. Ich habe hier wahrscheinlich bei vielen von euch mit mehreren Personen zu tun. Ich glaube nicht, dass das hier ein und dieselbe Person ist. Ich glaube, dass hier definitiv Alternativen zu diesen Menschen vielleicht sogar schon bereits bereitstehen oder ihr sie euch vorstellen könntet. Alles ist euch lieber oder jedes Mittel ist euch recht, möglicherweise, um von diesen Menschen hier wegzukommen. Das kann ich mir gut und gerne vorstellen. Und dann gäbe es hier tatsächlich potenziell schon für manche von euch jemanden, der als neuer Partner oder als ein neuer Freund oder eine neue Freundin in Frage käme. Der Teufel, oh, okay. Der Teufel suggeriert gerade im Outcome noch anstehende Ereignisse, die eher eine Art Herausforderung darstellen werden. Das sind noch... ja, Dinge, die es zu klären gibt, das sind noch Hürden, die es zu meistern gibt, das sind noch Mauern, die es zu überwinden gibt. Das kann man hier natürlich mit vielerlei Redewendungen anführen, aber der Teufel stellt eine gewisse Schwere dar, eine gewisse Schwierigkeit oder Komplexität. Es kann hier gut und gerne sein, dass mit der Gerechtigkeit und dem Teufel auf euch noch die ein oder anderen Schwierigkeiten zukommen, wahrscheinlich dann mit diesen Menschen. Das möchte ich noch weiterhin natürlich herausfinden, spätestens das weiterführende Reading wird mir da noch mehr Einsichten gewähren. Okay. Das ist extrem selten hier. Sieben der Schwerter auf Herrscher, Herrscher auf Sieben der Schwerter. Also das ist eine unehrliche Person. Das ist jemand, dem man nicht über den Weg trauen sollte. So vorsichtig möchte ich das jetzt mal ausdrücken, weil das ist jemand, der tatsächlich etwas im Schilde führen kann. Nicht immer und ausschließlich die besten Absichten hat. Eine Art Manipulator, eine Art Narzisst oder Narzisstin natürlich. Ist jetzt gar nicht so abwegig. Von einem solchen und derartigen Menschen wegzuwollen, ist natürlich selbstverständlich, ist natürlich auch völlig nachvollziehbar. Allerdings ist das hier eben auch nicht umsonst der Herrscher. Und von einem derartigen Menschen sich von heute auf morgen komplett zu distanzieren, ist schwierig. Fast unmöglich, möchte ich fast schon sagen, denn ein derartiger Mensch hat einen gewissen Einfluss auf einen. Es wird jetzt nicht so sein, dass man seine Koffer dann tatsächlich in die Hand nimmt, die Türschwelle überschreitet, die Tür hinter sich zubatscht und dann im Prinzip in den Flieger steigt und ab dafür. So einfach kann es gehen, allerdings kann es dann natürlich auch noch ein Nachspiel haben, weil von diesem Menschen von heute auf morgen loszukommen und dann so tun, als wäre nie etwas gewesen, das würde ich fast als Unmöglichkeit bezeichnen und es gibt wenig, das ich als unmöglich bezeichnen würde. Die erste Sparte deutet definitiv auf Hinterlist oder Hinterhältigkeit hin. Ich würde jetzt bei manchen von euch nicht weitergehen, als dass dieser Mensch euch hier und da belügt oder vielleicht nicht wirklich sachgemäß behandelt, vielleicht auch nicht aufrichtig ist ausschließlich zu euch. Bei manch anderen kann ich hier tatsächlich von einem Fremdgeher ausgehen, von jemandem, der euch ausnutzt, von jemandem, der euch unterdrückt. Das kann man natürlich in der Intensität natürlich stark variabel ansehen. Nochmals das Ass der Stäbe. Ich habe hier eine grobe Unsicherheit, die sich aber nicht länger als Unsicherheit in eurer Empfindung darstellen wird, liebe Wagen. Ich habe das Ass der Stäbe auf die zwei Schwerter in der Klärung. Ich habe das Ass der Stäbe auf die zwei Schwerter in der Spiegelung. Und das bedeutet, so unsicher oder so zaghaft oder so vorsichtig oder nervös man im Moment auch sein mag, in diesem Moment jetzt sprechend, man wird hier potenziell an einem bestimmten Zeitpunkt seine Koffer tatsächlich packen und dann die Türschwelle verlassen. Man wird diesem Menschen hier potenziell Lebewohl sagen, man wird sich aus dieser, ich sage jetzt mal, prekären Lage entziehen. Man will das nicht länger mitmachen, dieses Spielchen in Anführungsstrichen. Und manche von euch haben das womöglich schon getan. Manche von euch werden das in, ich möchte sagen, relativ absehbarer Zeit tatsächlich tun. Weil in euren Augen ist so ziemlich alles besser, als dort auszuharren. Und das sieht man hier, hier und hier tatsächlich. Dieses Zwischenmenschliche oder dieses menschliche Miteinander, das wird hier in dieser Situation definitiv nicht gewährleistet, jedenfalls nicht in vollem Umfang. Und ihr wisst, was ihr verdient, ihr wisst, dass ihr mehr verdient, ihr wisst, dass ihr das hier nicht verdient. Und deswegen wird es wahrscheinlich auch überall besser sein, als dort, wo ihr euch hier zu diesem Zeitpunkt befindet. Der Neubeginn ist definitiv angestrebt, es ist definitiv machbar, diesen Neubeginn auf sich selbst gestellt zu initiieren.
Ihr habt es hier potenziell in der Hand, wann dieser Neubeginn stattfinden soll. Und auch die längste Reise beginnt mit einem einzigen Schritt. Das ist ein Sprichwort, was ich hier natürlich anwenden kann. Und für manche von euch mag diese Situation wesentlich komplexer und wesentlich verstrickter sein, als ich sie anhand eines allgemeinen Readings überhaupt annähernd klassifizieren könnte. Deswegen ist es auch so wichtig, das Ganze auf die persönliche Situation zu beziehen, gerade was diese Schwere oder die Komplexität angeht. Hier haben wir den Gehängten. Der Gehängte kann für zwei unterschiedliche Deutungen hier stehen. Zum einen wäre im Gehängten die Stagnation dargestellt. In vielen Fällen ist das so. Das Stagnieren habe ich euch gerade schon versucht, anhand eines Beispiels näher zu bringen. Das ist dieses, man hat die Koffer gepackt und man ist dabei, das Haus zu verlassen oder die Wohnung zu verlassen. Und wie eingefroren steht man dann mit einem Fuß draußen und mit einem Fuß drin. Ich bin mir nicht sicher, was ihr in diesem Moment denkt oder fühlt. Das kann natürlich bei jedem von euch natürlich auch etwas Unterschiedliches sein. Aber das hier ist das Stagnieren in dem Sinne, weil die meisten von euch machen dann eine Kehrtwende und gehen dann doch wieder zurück und packen ihre Sachen wieder aus. Es wird Gründe dafür geben. Und wie auch schon gesagt, die Komplexität eurer persönlichen Situation im Resonanzfall, die können natürlich viele Gründe aufweisen und aufbringen, aber diese Stagnation ist hier nach wie vor da und das erklärt jetzt auch dieses langsame Vorgehen eines Ritters der Münzen, wenn ihr diese Energie selbst verkörpert, weil dann seid ihr hier wirklich. An einem Tag seid ihr am Koffer packen, am nächsten Tag nehmt ihr die Koffer in der Hand, am darauffolgenden Tag macht ihr euch auf in Richtung Tür und 2-3 Wochen später macht ihr die Tür dann auf und nochmal 5-6 Monate später seid ihr vielleicht aus der Tür draußen. Also ihr habt hier ein Ziel, ihr habt ein Vorhaben, aber aus bestimmten Gründen seid ihr nervös, habt ihr vielleicht auch sogar Angst, das kann ich mir genauso vorstellen, aber ihr haltet euch vom Gehen größtenteils selbst zurück, möchte ich tatsächlich sagen, wenn das hier eure Energie ist, wie auch schon gesagt. Wenn das hier nicht eure Energie ist, dann handelt es sich hier tatsächlich um ein Gegenüber von euch, um einen Menschen, der ihn oder sie hier vielleicht ersetzen könnte. Es kann natürlich eine Art potenzieller neuer Partner oder Partnerin für euch sein. Es könnte natürlich auch ein Freund oder eine Freundin für euch sein. Aber dieser Mensch, der kommt mir nach wie vor etwas träge, etwas müde, etwas trödlerisch vor. Dieser Mensch könnte hier gut und gerne aus seiner Trödelei sich lösen. Dann haben wir hier nämlich die Folgeenergie oder das Folgeresultat, weil hier merkt jemand, ich muss meiner Herrscherin hier etwas mehr unter die Arme greifen, etwas mehr Unterstützung. Dieser Mensch braucht mich. Oder dieser Mensch wartet ja schlichtweg nur noch darauf, bis ich ihm oder ihr meine Liebe gestehe. Um es jetzt mal ganz auf die Spitze anhand eines Beispiels natürlich zu treiben. Das ist dann hier nämlich der Perspektiven- oder der Meinungswechsel. Man kann auch vom Haltungswechsel sprechen. Und das bezieht sich dann hier auf diesen Menschen, der dann hier mehr und mehr, auf gut Deutsch gesagt, in die Pötte kommt. Ihr merkt wahrscheinlich so langsam, aber sicher, liebe Wagen, wie komplex zwischenmenschliche Readings sind. Natürlich mit so vielen Personenkarten hier drin habe ich hier ein zwischenmenschliches Reading. Ich hoffe natürlich, dass ihr hier im Resonanzfall das Ganze auf die persönliche Situation beziehen könnt, weil es gibt hier einen potenziellen anderen Menschen an eurer Seite. So möchte ich das jetzt etwas allgemein formulieren. Und dieser Mensch, der könnte sich natürlich jetzt entweder damit geschlagen geben, dass ihr ihn oder sie hinter euch lassen möchtet, oder das ist ein Mensch, der das auf keinen Fall zulassen möchte. Dieser Mensch kann manipulativ sein, dieser Mensch kann tatsächlich auch mit den ein oder anderen Mitteln kommen, die ich als recht fragwürdig bezeichnen würde. Aber dass dieser Mensch hier, dieser Herrscher, zu einem Ritter der Kelche wird, es wird mir die Karte da unten vielleicht noch etwas genauer verraten. Ja, natürlich ist das die 10 der Kelche. Die 10 der Kelche ist ein übergeordnetes Ziel. Es kann ein Lebensziel sein. Es ist definitiv das Glück oder der Wohlstand, den man anstrebt, den man natürlich für sich selbst auch als erstens mal erreichbar deklarieren würde, aber zweitens auch als machbar deklarieren würde. Ihr wisst, dass ihr mehr könnt, ihr wisst, dass ihr mehr verdient und ihr wisst auch, dass ihr für euch selbst sorgen könnt. Diesen Menschen, den brauchen hier viele von euch nicht. Eigentlich braucht ihn keiner von euch, wenn ihr versteht, was ich euch damit sagen möchte. Ihr seid hier mit den 10 Münzen gespiegelt, ihr seid hier mit den 10 Kelchen gespiegelt, die beiden positiven Zehnerkarten, die zeigen das Potenzial auf, was in dieser Situation für euch drin ist, sozusagen.
sagen. Und wenn ihr euch dessen bewusst werdet und wenn ihr hier, ich möchte es wirklich so drastisch formulieren, euren Mut zusammennimmt und wenn ihr hier diesen Menschen tatsächlich dann final auch hinter euch lassen könnt, wenn ihr dann nicht wieder ins Stocken geratet, wenn ihr dann nicht wieder irgendwelche Ängste oder Zweifel zulässt, sondern dann auch final euch in Richtung Regenbogen aufmacht, so metaphorisch kann ich das jetzt formulieren, dann seid ihr hier definitiv auf dem Weg der Besserung, dann seid ihr hier auf einen absolut konkreten Weg in Richtung Ziel, Wunsch oder Traum, in Richtung Glück oder Wohlstand. Der Neubeginn ist dann geglückt, aber auch nur dann, so wie ich es hier interpretieren kann. Es ist, wie gesagt, auch hier in der Spiegelung eine Handlung eurerseits notwendig, genauso wie man es hier in der Klärung sehen kann. Es gibt hier Hürden und Barrikaden und es wundert mich nicht, weil sonst wärt ihr hier schon längst gegangen, sonst wäre man hier selbst nicht als Ritter der Münzen dargestellt, sonst wärt ihr hier längst über alle Berge. Es gibt hier Problematiken, die ich natürlich anhand einiger Beispiele euch näher bringen kann. Beispielsweise seid ihr natürlich diesem Menschen gegenüber in einer bestimmten Form und Weise etwas schuldig. Ihr seid ihm oder ihr verpflichtet. Möglicherweise ist das aber auch jemand, den man lieben könnte, wohl wissend, dass dieser Mensch einen schlecht behandelt. Auch das wäre hier ein durchaus plausibles Szenario. Und dass man sich dann nicht einfach so mir nichts, dir nichts traut, lebe wohl zu sagen, das brauche ich dann jene, für die es so rum resoniert, natürlich auch gar nicht sagen. Die 7 der Schwerter auf die 7 der Stäbe. Es mögen hier tatsächlich noch die ein oder anderen Fallen oder Tücken dargestellt sein, denn beispielsweise hat dieser Herrscher sich abgesichert, damit ihr ihn oder sie nicht einfach so verlassen könntet. Auch da kann ich jetzt weit ausholen und euch einige Beispiele nennen. Ich denke aber, dass im Resonanzfall viele von euch selbst gut darüber Bescheid wissen, was genau das hier für Tücken oder für Fallen sein können. 7 der Stäbe generell bedeuten nämlich so etwas wie Hürden, Barrikaden, Steine in eurem Weg, Herausforderungen, Problematiken, die man lösen muss und 7 der Stäbe auf 2 Stäbe. Ich kann mir hier vorstellen, dass das von heute auf morgen nicht einfach so machbar ist, dass nämlich euer Vorhaben eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen würde. Der Ritter der Kelche ist hier zwischen diesen beiden Energien und 7 der Stäbe auf Ritter der Kelche kann bedeuten, dass hier jemand tatsächlich die Ernsthaftigkeit der Lage erkennen kann. Das heißt, wenn das hier beispielsweise ein Helfer ist, ein Freund, eine Freundin, ein Familienmitglied von euch etc., jemand, der euch wohlgesonnen ist, dann ist das bislang ein Mensch gewesen, der euch mal Geld gepumpt hat, wenn ihr mal welches benötigt habt oder der euch mal in den Arm genommen hat, wenn ihr geweint habt. Aber dieser Mensch mit seiner oder ihrer Zurückhaltung, der erkennt jetzt hier potenziell die Notlage. Und dieser Mensch wird dann mehr tun für euch, wird sich mehr reinsetzen, wird sich mehr reinknien, wird vielleicht sogar diesen Menschen hier Parole bieten. Das kann ich mir übrigens auch vorstellen, aber dieser Mensch hilft euch in einer adäquaten Art und Weise, um gegen eure Probleme anzukämpfen. Das ist es, wenn es hier ein Helfer ist. Wenn das hier ein potenzieller neuer Partner oder eine potenzielle neue Partnerin ist, dann wird es hier so passieren, dass dieser Mensch aber auch erkennt, okay, mein Gegenüber, meine Waage wartet ja nur noch auf mich. Ich muss jetzt hier mal ein bisschen in die Pötte kommen. Ich muss mich hier aus meiner Verhaltenheit lösen. Und dann könnte es sein, dass ein Mensch mit einer gewissen Energie oder mit einer gewissen Überzeugung auf euch zukommt, das dann eine andere Art und Weise des Vorgehens natürlich beinhaltet. Ich meine fast ausschließen zu können, dass sich in diesem Ritter der Kelche jener Herrscher befindet, der merkt, wie er oder sie euch behandelt und der dann ein Einsehen haben wird, dass es so nicht weitergehen kann und sich entschuldigt. Erfahrungsgemäß solche Menschen hier, und diese erste Sparte ist wirklich eindrucksvoll und das eher im negativen Sinne, solche Menschen sehen so etwas nicht ein. Solche Menschen meinen, alles zu wissen, alles besser zu können, alles besser zu wissen natürlich auch als alle anderen Menschen. Sie machen niemals Fehler und ihr Wort ist Gesetz sozusagen. Viele dürften solche Menschen natürlich kennen. Auch ich kenne da einige, aber die sind Gott sei Dank alle in meiner Vergangenheit und können da auch gerne bleiben. Die 8 der Stäbe ist hier im Outcome. Die 8 der Stäbe ist eine ganz klassische Konversations- und Kommunikationskarte. Gespräche sowie auch natürlich Textnachrichten oder Telefonate können hier folgen. Es wäre ebenso ein Informationsaustausch hier möglich. Ich meine, dass diese Gespräche und Konversationen eher mit einem dieser beiden Ritter, wenn das hier nicht sogar ein und dieselbe Person ist, wie auch gerade jetzt schon einige Male erklärt,
folgen werden. Das könnte hier gut und gerne natürlich für Lösungsansätze sprechen. Das sehen wir hier und sehen wir hier. Denn es wird hier womöglich noch die ein oder anderen Hürden und Barrikaden zu meistern geben, dass ihr final euch von diesen Menschen lösen könnt. Nochmals sprechend vom Teufel, der generell im Outcome für Problematiken steht. Ich könnte mir vorstellen, dass ihr euch diesen Problematiken nicht alleine stellen müsst, sondern ihr eben, wie gesagt, einen Helfer habt oder jemanden, der den Ernst der Lage erkannt hat und euch deswegen in einer unterstützenden Funktion unter die Arme greift. Ich möchte mir das natürlich jetzt im weiterführenden Reading genauer anschauen, weil das lässt hier noch einiges an Interpretationsspielraum offen. Ihr seid hier in einer Situation, die in einem allgemeinen Reading definitiv nicht häufig vorkommt, aber hier anhand der Kartenkonstellationen schon sehr eindeutig dargestellt ist, liebe Wagen. Natürlich werdet ihr es sicherlich wissen, ob ihr euch hier drin wiederentdecken könnt, ob das hier ein Reading für euch ist, ob das hier mit euch resoniert, liebe Wagen. Und wenn es das tut, dann könnt ihr euch natürlich gerne auch das weiterführende Reading ansehen. In der Videobeschreibung unter diesem Video gleich der erste Link würde euch dorthin führen. Natürlich ist es nach wie vor kein Muss, dies zu tun. Ich würde mich sehr über einen Like unter diesem Video freuen, sofern es euch gefallen hat. Genauso wie ich mich über ein Abonnement freuen würde, falls ihr mich noch nicht abonniert habt. Ich kann damit viel anfangen und es kommt mir sehr zugute. Ihr habt natürlich nichts Negatives dadurch zu befürchten. Unabhängig von diesem Reading wünsche ich euch einen schönen Juni. Bleibt gesund und stabil, liebe Wagen. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns wiedersehen. Und bis dahin, macht es gut.